Herzlich willkommen zu einem neuen Run, besser gesagt zum allerersten richtigen Run von The Binding of Isaac Rebirth. Wir werden einen neuen Run starten und ich habe inzwischen auch ein bisschen mich eingelesen, dank eurer Hilfe auch ein bisschen so die Mechanik des Spiels mehr verstanden. Aber ich habe nicht alles gelesen, also ich weiß nicht, welche Karte was macht oder so. Ich will auch so ein bisschen die Gegenstände selber erforschen, so gut es geht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwann mal an den Punkt gelange, an dem ich sage, ey, ich muss jetzt unbedingt wissen, was Gegenstand XY so kann. Aber lass uns einfach mal spielen und gucken, wo wir dann am Ende rauskommen. Ich werde immer wieder mal so einen Run aufzeichnen, ohne dass ich den regelmäßig hier auf diesem Kanal starten werde. Aber für den Fall, dass euch das gefällt, abonniert gerne diesen Kanal und abonniert mich auch bei Twitch oder auch bei Hitbox. Ich weiß noch nicht genau, wo es mich perspektivisch hinziehen wird. Aktuell eher bei Twitch, weil ich da schon über 130 Abonnenten habe und das dann dementsprechend für mich ja dumm wäre, wenn ich das komplett switche. Habe ich schon gesagt, Twitch und Hitbox, die entsprechenden Links sind in der Beschreibung verlinkt. Und für den Fall, dass ihr nicht genau wisst, was es in diesem Spiel geht, sucht mal nach The Binding of Isaac in diesem Kanal. Ich habe dazu ein Angespielt gemacht und mal auch grob erklärt, um was es geht. Für alle anderen vielleicht ganz schnell gesagt, die Welten hier, die entstehen immer wieder zufällig und man weiß nicht genau, welcher Gegner in welchem Raum lauert. Es ist ein Roguelike, kombiniert mit Shooter, wie ihr seht. Also ich muss ja immer wieder hier mich mit meinen Tränen durchwühlen und dementsprechend. Also lest euch da vielleicht auch mal ein und guckt gerne auch den ersten Teil, den ich aufgenommen habe, für den Fall, dass irgendwelche Fragen sind. Oder kommentiert einfach. Was habe ich denn jetzt? Butterbean ist im Basement erschienen. Was heißt das für mich genau? Oha. Hier steppt der Bär. Jetzt seht ihr, ich habe auch links unten ja eben so eine Karte aufgesammelt. Die kann ich aktivieren. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, der Devil, was es bedeutet. Vielleicht schickt mich diese Karte auch zum Teufelsraum, in dem ich dann gegen Herzen Gegenstände eintauschen kann. Ich mag ja so Bienen und Wespen und so überhaupt nicht. Ich habe im Sommer eigentlich immer ein Lieblingswort, Lieblingsmotto. Das heißt Scheißinsekten. So. Sehr gut. Hier den Code mache ich noch platt. Einfach nur, um zu gucken, ob irgendwas droppt. Kann nämlich immer wieder passieren. Und wir benötigen gegebenenfalls jede Hilfe, die wir in diesem Spiel haben können. Es geht übrigens dann immer Etage zu Etage weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bald sterbe, ist relativ hoch. Aber ich nehme das Ganze natürlich gerne mit. Hier ist noch ein Raum, in dem ich einen Gegenstand bekomme. Eine Spinne. She loves you. Sissy. Wie hieß es? Sissy Longless? Aber geil. Ich habe jetzt einen Wegbegleiterin. Eine Spinne. Und ich habe vor allem zwei Schlüssel und einen davon werde ich hier mal einsetzen. Habe aber leider kein Geld. Hier könnte ich mir ja wieder Sachen kaufen, aber das hilft mir nicht wirklich weiter. Leider. Aber so ist es in diesem Spiel. Wird ja alles zufällig generiert und deswegen kann es sein, dass man mit sehr guten Items gleich zu Beginn belohnt wird. Und es kann aber genau auch umgekehrt laufen. Jetzt würde ich das Herz hier mal aussammeln. So, ich hoffe, ich stelle mich hier nicht allzu doof an. Ab zum ersten Gegner. Dingle! Ein ganz gepflegtes Stück. Scheiße. Heieiei, Kollege, mach mal langsam hier. Mann, kann ich dem nicht... Okay, ich muss dem anders ausweichen, nach oben oder unten, nicht nach... Ah, jetzt beruft er hier... Oh, ich werde verlieren, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt machen wir den mal. Okay. Scheiße. Na super, für den ersten Run. Es ist ja super gewesen. Ich mache da gerne demnächst den zweiten Run. Eigentlich dachte ich, ich komme zumindest eine Ebene tiefer. Es ist furchtbar. Mein Name ist Conny. Ich danke fürs Zugucken, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn ihr nie so viel gesehen habt. Abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.